Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Surviving Mars. Ja. In der ersten Folge haben wir ja schon viel gemacht. Wir haben ja das hier alles so aufgebaut. Und jetzt schauen wir mal weiter, wie es geht. Oha. Also der Bereich kriegt was ab, der Rest eher weniger. Das finde ich gut. Achso, Baumenü wollen wir nicht, wir wollen mal Raketen, Nachschub. Wähle eine Lastrakete aus und belade sie mit den gewünschten Vorräten, bis die Kapazität erreicht ist oder die verfügbaren Geldmittel aufgebraucht sind. Du solltest sorgfältig planen, da dir nur eine beschränkte Anzahl an Raketen zur Verfügung steht und die Reisezeit entscheidend ist. Hundert Millionen habe ich gar nicht. Passagierrakete bringt mir nichts. Frachtrakete. Metalle haben wir erstmal. Nahrung brauchen wir nicht. Polymere ist etwas, wo ich sage. Okay. Maschinenteile kann man definitiv auch. So. Ja, Drohnen brauchen wir. Ein paar mehr schaden definitiv nicht. Ich würde sagen, das ist eine gute Sache. Dann haben wir von allem wieder ein bisschen was. Okay. Starten wir die Rakete. Warte auf betanken. Ja, die braucht erstmal Sprit. Aha, Exportgüter habe ich ja gar nicht. Egal, die nächste Rakete landet da. Wie sieht es mit dem Strom aus? 25, okay. Der Tank Metalle, 2 von 3. 3 von 3. Yay. Ja, das Ding ist schon mal am Pumpen. Zack, fertig. Bam. Sauerstoffproduktion ist da. Gespeichertes Wasser 21. Kapazität ist 100. Sehr schön. Da wir da ja wissen, dass man da auch Vorsorge ist besser als Nachsorge oder so, ne? Aber direkt nebeneinander ist auch doof, ne? Ja, ich würde sagen so. Zudem würde ich auch noch hier so einen Tank machen, den ich dann aber, weil ich das so cool finde, hier hinsetzen würde. Ja, ist ein bisschen versetzt, aber ist ja egal. Dazu dann ein Rohr von hier nach hier. Und von so zu so. Nee, das ist blöd. Entfernen. Das Rohr könnte man von hier auch nicht. Das Rohr. Oh. Hallo, ich habe doch noch gar nichts an Kuppeln. Da ist also nichts. Das könnte man aber von hier nach dort lenken. Ah, guck mal, voll der komplizierte Superbau hier. Und da angeschlossen, nach da, nach da, nach da, nach da. So. Transportproblem. Drohnen sind überlastet. Drohnenlast ist aktuell hoch. Drohnen, die vom Raketenschiff gesteuert werden. Warum ist denn die Last hoch? Weil ihr so weit fahren müsst oder was? Gut, zu viele Aufgaben, zu wenig Leute wahrscheinlich. Oder zu wenig Drohnen. Ja, schätze ich mal. Na gut, dafür haben die jetzt aber schon
Ach so, das ist ein geschlossenes Rohrsystem. Oh, das sind ja Penner. Dann hätte ja das Ding schon gereicht. Wie sieht's denn aus, wenn ich das Ding hier entferne? So. Und wenn ich den hier noch wegmache? Aha! Gucke mal, gar nicht so complicated. So, der pumpt von dort auch nach dort. So, maximal, hier steht auch alles drauf eigentlich, oder nicht? Speicher Sauerstoff 45. 200 können die speichern. So, der hat jetzt gespeichertes Wasser 36 und da geht auch noch was. So. Drohnenlast gering. Ah, interessant. Oha, das sieht aber auch schon ziemlich ausgelullt aus. Irgendwie. Verfügbar sind noch 292, okay. Wie sieht's denn hier aus mit Verfügbarkeit? Ah, habe ich glaube ich direkt drauf gesetzt, ne? Naja. So, wie sieht's denn mit dir aus, Kleiner? So, da soll der Ding landen. Der Grund dafür, ich habe da extra eine Station gebaut. So, sollte jetzt auf jeden Fall weniger Staub aufwirbeln. Oh, ich will sagen, das hält sich schon ganz gut in Grenzen. Also es gibt ein paar Roboter. Ah, krass, warte auf Betankung. Die warten alle auf Tanki-Tank. Scheiße, ich Idiot, hätte wahrscheinlich auch noch was nehmen sollen, damit ich hier ne, damit ich halt hier irgendwas produzieren kann. Beton, Edelmetalle, Polymerfabrik, wie wohl brauchst du Fertigbauteile? So eine Vorstellung gegen Ingenieurwesen. Das ist die Treibstoffraffinerie. Bisschen was haben wir ja noch. Okay. Sauerstoff, Feuchtigkeit. Wasser, Sauerstofftank. Ja, gut, das wird ja schon alles jetzt produziert. Eine Hydrokultur. Es gibt keine Kuppeln. Brauche also auch Kuppeln. Universallager. Ja, gut, da haben wir ja eins. Wie sieht das eigentlich aus? Ist das schon voll? Oh, teils, teils. Okay. Universallager. Da das eine ja schon so gut wie voll ist, haben wir da noch zwei dazu. Dann können die da auf jeden Fall alles abladen. Beinhaltet eine kleine autarke Kuppel. Bin eine kleine Kuppel, die sich für die ersten Tage der Kolonie eignet. Sie enthält Wasser und Sauerstoffproduktion. Sie enthält Wasser und Sauerstoffproduktion und Lager. Bay Layout. Platziert die folgenden Gebäude. Platziert die folgenden Gebäude. Kleine Kuppel, Moxie 2, Feuchtigkeitswerte, Wasserturm, Sauerstofftank, Nahrungsspeicher. Aha, verfügbare Fertigbauten 1. Verbrauch 27. Wartung 8 und 1. Aha. So. Wollt ihr mich jetzt hier gerade ein bisschen hart verarschen? Weil, siehst du ja da, was da unten ist, das haben wir hier ja schon alles gebaut. So, ne? Nur mal.
kurz erwähnen. Ja gut, der Sektor wird aber auch nicht was abbekommen, wenn die wieder losfliegt. Ich kann ja Rohre dort trotzdem lang ballern. Hier ist alles uneben. Klatsche ich das Ding doch erstmal dahin. Das dürfte, so wie es aussieht, egal sein. Ja, ihr habt alle keinen Stromanschluss, aber der müsste sich doch eigentlich mit dem Strom verbinden, oder nicht? Nein, das tut dieses dämliche Kabel natürlich nicht. Ah, jetzt doch, oder was? Geburten sind erlaubt, also. Kann ich hier Kabellage wieder wegmachen? So würde ich das nämlich dann lassen. Das finde ich um einiges dezent schöner als das andere. So, wie sieht es denn hier mit dem Strom jetzt aus? Ich habe 35 Liter Zeuge und verbrauche natürlich jetzt ein bisschen mehr. Und jetzt bin ich bei plus minimal. Sie ist startbereit. Ja, das ist schön für sie. Ich will aber jetzt nicht starten. Neues Spezialprogramm. Seht die Satellit starten. Planetenansicht. Gewährt Geldmittel, wiederholt Einsatz dieses Projektes. Geführt zu geringeren Gewinnen. Planetenansicht. Gewährt Geldmittel, wiederholter Einsatz dieses Projekts führt zu geringem zusätzliches Inventar. Expeditionszeit 4 Soll, 4 Stunden, Ergebnis 2000. Freiheit 1, bereit. Keine Ahnung, was da jetzt gemacht wird. Schließen. Warte auf Ankunft der erforderlichen Fracht. Aha, Metalle, elektronische Geräte. Treibstoff 50. Metalle brauchst du so viel. Elektronische Dinger.
Ey, jetzt mal ohne Spaß, ne? Die klauen mir ja alles, was ich hab. Verfickte Scheiße. Das hätte ich mal gar nicht machen sollen. Treibstoffkomprimierung. Ah, das ist das, was ich brauche. Oh, Scheiße. Ich hätte es mal nicht machen sollen. Das ist echt ein bisschen Kacke. Sag mal, minus 13 Strom. Na, jetzt müssen die Kollektoren sich wieder aufladen. Ja, jetzt ist 70 Erzeugung. Ja, deswegen habe ich auch noch diese Reservebatterien. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay. Falls ihr es noch nicht wusstet, Freunde, das hier ist das Land der Batterien. Habe ich mir direkt eine Folgenname. Puh, die klauen mir jetzt echt eine Menge Metalle. In diesem kompletten Gebiet alles und das bringst du dann mal bitte nach dort. Ja, anders geht's ja gar nicht. Oh, das ist scheiße, ey. Das pisst mich so ein bisschen an gerade. Oha. Ja, dafür ist das Ding ja da. Ja, dann geht's ja noch. Aber ich glaube, ich baue noch so ein. Was ist das denn hier? Aha, Wohnanlage. Wo soll ich die denn bitte schön? Aha, okay. Dann bauen wir da drin mal eine Wohnanlage. Forschungslabor ist, glaube ich, etwas, was man immer gebrauchen kann. Wir müssen auch Forschungen haben. Fördert mithilfe moderner Fernunterrichts- und gewünschte Stärken bei Kindern. Boah, schlaue Kinder sind natürlich auch immer schon mal was Schöneres. Cool. Da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Neue Anomalien. Wo bist du denn? Oh, du bist da. Ich kann auch noch Rohre legen, die dann bis dahin gehen. Das sieht zwar behindert aus, wie es geht, aber ist mir dann auch egal. Welche Ressource? Hä? Ja, toll. Ich hätte das nicht machen sollen mit diesem. Ja, ist ja immer so. Ich warte jetzt erstmal ab, bis die alles erforscht haben. Warum funktioniert das Gebäude nicht? Ja, gut, braucht Menschen. Ja, meine Fresse. Hier, ja, das ist Kacke. Das geht mir auch auf den Piss, weil die halt hier alles rausgenommen haben. Die Metalle sind hier nur noch. Auch noch schon weg. Treibstoff ist da.
Das werde ich definitiv nicht normal machen. Nein. Nein, 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 nein. Sag mal, wo war das denn? Ah, Landeplatz. So. Ich beauftrage jetzt eine neue mit machen Sachen und muss mir bringen. Vielleicht kann ich ja unterirdische Metalle jetzt abbauen. Leck mich doch fett, ey. Ist das ein Scheiß oder ist das ein Scheiß? Sehr schön. Direkt eine Rakete anfordern. Oh Gott, das ist ja viel zu wenig. Passagiere, oh Gott. Frachtrakete. Oh, ich brauche die Teile. Ich brauche die Teile. Definitiv auch die Teile. Das nein, das ja, das ja, das auch. So, ich brauche viele Sachen, habe aber nichts um zu geben. Oh, ich Vollidiot, ich habe schon wieder vergessen, dieses scheiß Ding da mitzunehmen. Naja, ist auch egal. 30 von 30. 50 von 50, Treibstoff 5 von 50. Dafür kommen jetzt natürlich dann nochmal ein paar von den anderen. Wir sollten auf jeden Fall noch einen Hub bauen oder eine Hub-Station. Drohnen-Hub. Habe ich auch keine Pläne mehr für. Wir könnten ja wenigstens noch eine davon bauen. Oder? Ah, guck mal, jetzt sind die schon wieder voll. Jetzt füllen sie auch langsam die anderen auf. Nur jetzt springt das natürlich dann auch wieder dagegen. Ja. Ja, die Ressource ist halt leer. Was soll ich denn machen jetzt? Soll ich euch ein Pferd kaufen oder was? So, wie sieht's denn hier aus? Sind denn noch irgendwelche Ressourcen, die ihr ernten könnt? So. Wo ist er denn? Da ist er ja. Da ist noch ein paar Edelmetalle. Das sagst du mir mal hier in die Gegend schön bringen. So toll, wie du das machst, du. Was brauchst du denn? Metalle? Ja, ich muss da ja schon alles abbauen, was es hier existenziell überhaupt gibt. Keine Ahnung, wo das herkommt.
Aber es kommt. Ich hätte es mal da hinsetzen sollen, damit ich da direkt so ein Scheißteil habe, ey. Leck mir doch die Birne fett, ey. Drohnen sind überlastet, Mittel gering. Nichtsdestotrotz beenden wir jetzt die Folge an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war's. Surviving Mars, euer Speedrun-Map. Schreibt was in die Kommis. Ciao.